So, und damit herzlich willkommen in einer weiteren Folge Let's Play Project Zomboid. Ich bin am Resten. Wer restet, der rostet nicht. Ja, ich brauche aber gar nicht weiter resten, weil wir sowieso gleich müde werden. Und wir schauen mal kurz hier in das Fabrikgebäude. Ich höre Zombies. Ich sehe Zombies. Ich fühle Zombies. Schutzbrille und Klebeband. Okay. So. Okay. Genau. So. Sack mit Gips und Glasspaints. Nehme ich mit. Hier ist erstaunlich viel los, dafür, dass es eigentlich ein recht kleines Gebäude ist. Da war gerade noch einer. Die haben die Tür zerknockt. Jetzt hängen sie wahrscheinlich von der anderen Seite dran, wa? Ja. Ich kenne ja meine Pappen immer. Die sind wie Kinder. Wollen mein Hirn essen. Oh, noch einer. So nicht. Du musst auch behandeln wie Kinder. Nein. Bei Kindern, da muss man nicht zuschlagen. Da reicht es, wenn man sie in die Ecke schubst. Nee, nehmt das nicht ernst, ne? Ich bin ja Unsinn rede, das. Dann sagt mir Zement, brauche ich nicht. Schutzbrille brauche ich nicht. Hier war ich schon, ne? Eine Makita-Kettensäge. Vollautomatik. Flammenwerfer. Okay. Voll die Schleichwerbung, oder? Für Makita. Hallo. Was würden Sie in einer Zombie-Apokalypse empfehlen? Oh, ich weiß nicht, eine Hilti-Kettensäge. Nein! Nehmen Sie die von Makita. Oh. Oh. Okay, hier krabbelt noch einer. Wäre nicht passiert, wenn ich eine Kettensäge genommen hätte. Okay. So. Was haben wir hier noch? Nix. Und ein Brett. Sack mit Gips. Sack mit Zement. Scheiße, ich bin überfüllt. Ich habe es eigentlich auf Solarzellen abgesehen und sowas. Daher ist es jetzt auch nie so wild, wenn ich in meinen Sack Gips zurücklasse oder so. Ja, mehr gibt es hier auch nicht. Aha, Gips. Wir fahren mal zur Basis. Wir fahren mal zur Basis. Na du? Oh ja. Ja. Wir fahren deswegen zur Basis, weil ich arschmüde bin. Und... Oh, ich habe das Auto die ganze Zeit angelassen. Ist ja auch lustig. Aber hat nichts gemacht. So. Ich fahre deswegen zur Basis, weil ich müde bin und weil wir. Warum eigentlich? Ja, mal den Krempel ausladen wollen, ne? Das ist vielleicht Grund. Ein valider Grund. Hier schon wieder überall neue Zombie-Horden sind. Ich kümmere mich jetzt mal nicht drum hoch. Die kommen schon von alleine zu uns. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es lässt sich so gar nicht vermeiden. Selbst hier. Nee, jetzt wird es aber verrückt. Hä? Und dann auch noch so viele. So. Was ist mit dir los, du Krabbler?
Nirgendwo hat man seine Ruhe vor euch. Ist wirklich so. Ich komme natürlich wenigstens gleich mit den Werkzeugen, die helfen, diese zu bekämpfen. So, bester Mod. Sage ich ganz unvoreingenommen. habe ich hier was, was hier rein kann? Irgendwelche Fahrzeugteilchen? Ich glaube nicht. Ja, das meiste sieht mir aus wie für die Küche. So, Propagandatrank, Propangastank. So. Also ein bisschen Teigkram. Ich kann erstmal hier bleiben. So. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo wir mal oben alle Uhren zerlegen. Einfach so, weil es geht. Ja, und das Essen nehme ich auch mal raus. Ja, und die Uhren. Ja, dann machen wir mal die Elektrik hier. Zack. So, noch was. Was nach oben muss. Das Zeug muss nach oben, ja. Der Gips wird nicht passen, oder? Ja, habe ich hier Glasspaints im. Ja, dann können die mal da rein und der Gips hier rein. Geht das? Ja, sehr gut. Das Zeug kann eigentlich auch raus. Kann ich tragen? Nee, kann ich nicht. Ist irgendwas, was hier bleiben kann? Naja, geht erstmal. Erstmal nach oben gehen. So, wie ist eigentlich unser Gewicht? 80 Kilo. Entfallend. Und was sagt das Zeug hier? Moment, ich hätte gerne ein Info. Gedeiht. Zuletzt bewässert ist schon eine Weile her, aber gedeiht noch. Könnte man überlegen, ob ich es vielleicht bewässern sollte. Ich kenne mich da leider nicht aus, ich habe das noch nie so. Aber wenn da steht gedeiht, dann denke ich mal, dass es jetzt nicht so brennt. Ah, ich habe doch noch Zeug hier. Scheiß. Egal. So, jetzt mache ich erstmal Folgendes. Ich mache das und das und das. Das packen wir natürlich schön. Ja, heute ist der Tag, wo wir die Uhren zerlegen. Packen wir natürlich schön dann in den Komposter. Wenig Punkte das leider bringt, ne? So. Und die letzte Uhr war es jetzt. So. Sehr schön. Da ging die. Ein Rätsel, was hier los ist. Oh, und die möchte ich mal unbedingt verbessern. Das machen wir dann gleich. Können wir unsere Hände noch schützen. Ja. Okay, erstmal das da rein. Und ist bestimmt noch mehr Elektronik-Scheiß, der da rein muss, ja. Das hier zum Beispiel alles. Gut, und dann hier ist ein bisschen Erste-Hilfe-Zeug und noch irgendwas habe ich noch. Ja, das hier. Auf den Scheiß mitgenommen. Naja. Normal, ne? Normal. Elektrotechnik 3 habe ich auch schon. Manche Sachen nehme ich ja halt irgendwie mehr als doppelt und dreifach mit. Oh, oh, es geht wieder los. Irgendwer triezt den dämlichen Hund wieder. Naja. Hier, okay. Was? Irgendwie sind die Schränke lang ein bisschen voll, wa? Da geht's los. Nahrung haltbar bis Nahrung. Trink. Ja. Das hat auch alles Kino, so das System hier, ne?
Schrecklich. Alles ganz schrecklich. So. Und was haben wir noch? Ein bisschen Munition und Scheiß. Bastelkram. Bastelkiste? Oh ja, da ist noch genug Platz. Ich wollte gerade fluchen, dass die wahrscheinlich auch bald voll ist, aber es passt noch. Warum habe ich. Achso, schaffe so ein Mehl, muss ich auch noch da rein tun. Hm. Der Gips schlägt natürlich ziemlich zu Buche hier. Haufen Klebeband dabei, okay. Ja, dann mal das hier nehmen. Das da rein tun, ne? Ich würde sagen, ich hau mich mal ins Bett, oder? Lüg dich hernieder. Und schluf er. Genau. Punkt. Um 8 wach geworden, finde ich klasse. Achso, das Ding ist voll, ne? Oh. Dann muss ich mir mal auf lange Sicht, wollen wir mal ein bisschen Holz ernten gehen wieder mal. Ist doch nicht Folgenzeit, ja eigentlich können wir das heute mal machen. Spricht ja jetzt nichts gegen, so also. Ja klar, warum nicht? Habe ich eine Axt dabei? Mehrere, so eine antike Axt. Die ist eigentlich auch wieder so ein Spezialitem, damit man damit extra Schaden an Zombies macht, aber damit kann man ja halt auch Holz ernten ohne Probleme. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier mit dem ganzen Shit? Die kommt, Moment. Und hier hin, so. Wir müssen uns doch mal irgendwo einen schicken Sportwagen mopsen. Wir haben ja einige Sportwagenteile, die definitiv eingebaut werden könnten. So. Auch das Ding hier. Ja, nimm halt mal alles mit. Ist mir jetzt auch egal. Ja, muss mal oben wieder aussortieren, den Krempel. Oder halt hier unten. Oh Gott, der ist ja auch noch voll mit Zeug, der Supermarket Card. Das hab ich ganz vergessen. Das ist ja uncool. Ich die Glass Paints? Nee, wahrscheinlich mitgenommen, ne? Doch. So. Das Metallzeug ist leider sehr schwer. Mal sehen, ob man das da überhaupt reingequetscht kriegen. Ich vermute mal stark nicht. Hm, was machen wir damit? Mehr Nägel? Große Basis? Ja, mal abwarten. Ich habe noch keine Idee. Ja. Draht rein, Chain rein, komm. Autoreifen Leistung Standard, also jetzt ohne Luft. Ich packe den mal kurz hier rein, der kommt irgendwann in den Golf. Ja. Ah ja, guck mal, da ist jetzt schon alles voll hier. Da passt noch was rein. So. Na los. Zack und zack. Sehr schön. Und Axt, bisschen Bastelkram, ja, der kann hoch. Das kann hoch, das kann. Ja, mir egal. Ja. Und in dem Hänger ist. Ja, die beiden Waffen. Eigentlich muss das alles hoch hier. Schweißstäbe. Oh nee. Warum sind da noch so viele Schweißstäbe? Ich glaube, das braucht man in Zukunft nicht mehr looten, wenn ich mir das so angucke. Das ist. Also, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon einen Schweißstab benutzt hier?
den Dünger werfe ich jetzt einfach mal hier auf den Boden. Nur als kleine Reminder für Zukunft, Luno. Guck mal, jetzt noch mehr. Ja, kann er mal benutzen. Der Idiot. Und die Kelle kommt auch hier rein. Oh, so viel Scheiß. So viel Scheiß, Leute. Und warum ist hier so hell? Meine Augen. Okay. Also irgendwelche langen Waffen. Guck mal wieder hier rein. Muss mich da mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Da ist bestimmt auch lustiger Scheiß dabei. Wie hoch ist denn der Schießenskill mittlerweile? 4, eigentlich noch nicht hoch genug, um mit automatischen Waffen rumzuballern. Das wäre die reinste Munitionsverschwendung. Andererseits, keine Ahnung. Schreibt der, was soll denn passieren, dass einer die Polizei ruft? Können wir schon mal machen. Mal gucken. So. Ein Cleaning Kit kommt da noch rein. So. Der kommt da rein. Hatte ich nicht noch ein Protopack? Ja, der kommt auch rein. So, dann noch ein bisschen Schmuck. Schmuck. So. Haufen Krimskrams wieder. Ne, da nicht. Also die können alle da rein. Will ich jetzt erstmal nicht benutzen. Antike Axt kommt auch erstmal da rein. Wir haben noch eine Axt im Auto. Irgendwie haben wir auch zu viele Lötkolben dabei, oder? Das sind fast 9 Kilo Gewicht, die ich unnütz mit mir rumschleppe. Also ich meine, ich möchte natürlich Autos zerdengeln. Und dafür ist das ganz neckisch. Aber andererseits ist es halt ein bisschen viel. Ne? Mal sehen. Ah, aber warte mal, wenn ich jetzt Baumstämme hole, dann könnte ich ja mal Seile nehmen. Ja. Das kommt da rein. So, jetzt nehmen wir mal den hier und machen so. Der ist bald leer, dass ich das mal erlebe. Ja, immer noch 7 Stück im Inventar, das reicht auch erstmal. Dann werde ich jetzt was essen, ja. Irgendein Fertigfraß, weil ich habe jetzt keine Lust zu kochen. Zum Beispiel die da. So. Und Käsenudeln. Kann man Käsenudeln kochen? Ich glaube nicht, ne? Passt schon. Hau rein. So. Und was habe ich gesagt? Ich wollte ja diese Folge auch noch diese Elektronikuhren hier zerlegen, ne, damit das die Piepse endlich aufhört. Ja, sind ja nur 262 Stück. So. Wie hier die Punkte steigen, ist ja geil. Und ich bin total überladen mit Elektroschrott. So. Sehr gut. War weniger Ausbeute als gedacht, aber. Passt. So, okay. Noch irgendwas? Jetzt legen wir noch die Dinger hier. Oh, da war eine Menge Kram drin. 40 Batterien, Alter. So. Okay, will ich noch irgendwas zerlegen? Erstmal nicht. Das wird doch die Kopfhörer können wir noch zerlegen. So. Frage ist, kann ich irgendwas craften? Einfach für die Skill Points. Zum Beispiel. Naja, den könnte man machen. Ja, das können wir auch machen, aber das ist nicht so sinnvoll. Na komm, machen wir später. Wir könnten auf jeden Fall allen möglichen elektronischen Scheiß zusammenbauen mit den Komponenten, die wir da haben. Jetzt gehe ich erstmal. Zombies klatschen und Bäume fällen.
Ja, komm mal dran. So. Gold Commander. Und ein Halfter. So, ist hier noch irgendwas drin? Ja, der scheiß Ofen. Achso, hätte ich vielleicht anders machen sollen, ne? Die kriege ich ja direkt. Ich schau mal oben auf. Und hier oben, wo bist du da? Kann ich nicht tragen, weil der wie viel wiegt? 40! Da muss ich jetzt irgendwie 15 Kilo rauswerfen. Oh nee. Oh nee. Wie mache ich das jetzt hier am dümmsten? So. Ja. Guck mal, der wiegt nur noch 3. Das ist ein bisschen dumm. So. Und dann stellen wir die einfach mal hier irgendwo an die Wand. Ja, gut, wir brauchen einen Hammer natürlich, um Ofen aufzubauen, ja. So. Und der lüftet in den Flur. Wohin auch sonst, ne? So. Ist hier noch was Interessantes? Ach, jetzt muss ich erstmal das wieder aufsetzen, ne? Mir mal die hätte ich gern wieder, die kommt wieder irgendwo da rein, ja, die kommt da rein, die möchte man noch upgraden, die kommt da rein, der kommt nicht da rein, weil er wahrscheinlich dorthin kommt, ja, die war auf der 8, der war auf der 5, den würde ich gerne in den Rucksack nehmen, die kommt dann irgendwo dahin, ja, die kommt dahin, ja. Scheiße, ey. Egal, da rein erstmal. Ja. Komm wieder nicht voran heute hier. So. Boah, ist das Ding unzuverlässig. Jetzt. Okay. So, zum Holz ernten. Ich bin doof, ne? Ich kann es. So, ich mach mal so und dann machen wir hier gleich die Bäume weg. Andererseits, mir gefallen die Bäume hier. Ne, die kommen nicht weg. Wir gehen in den Wald zum Bäume ernten. Hier schon wieder ein gewisses Level an Müdigkeit erreicht, was mir gar nicht passt. Ich will trotzdem in den Wald zum Bäume ernten. Schaffe ich die Wände? Oh. Krass, das hat einen schönen Wendekreis, das Ding. Das muss man ihm lassen. So, hier habe ich das letzte Mal Holz geholt und das mache ich auch diesmal wieder. Ich lasse den Motor laufen. So. Nehme ich mit. Und nehme ich mit. So, und dann nehmen wir meine Axt hier aus dem Ko ach nee, aus dem Ding, ne? Nehmen wir die da. So.
So, die kannst du mal hier reinnehmen. Zack, zack. Und dann können wir es mal so machen. Mitnehmen. Ich weiß gar nicht, nimmt er zwei Seile zum Verknüppern oder nimmt er eins? Ne, nimmt zwei. Aber wahrscheinlich fliegen vorne und hinten quasi, ne? Weißt du, wir können drei so eine Stapel machen. Das ist immer noch gut. Können wir das mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. So. Ah ja. Und dann werden wir das da wieder reintun. Ja, wir packen den einfach mal voll mit Holz, den Hänger. Mal sehen, ob es geht oder ob er vorher aus dem Latschen kippt. Jetzt sehen wir gleich. So. In der Zeit könnte ich eigentlich auch mal so machen. Aber scheinbar finde ich eh nur das, was ich durchs Fell erzeuge. Voll. So, das wieder rein. Habe ich irgendwie noch was zu essen dabei? Nee. Nur eine Schüssel mit Wasser. So. Ah Gott, was mache ich denn hier für einen Mist? So. Nee, so nicht. So. Ich glaube, ich fälle einfach erstmal. Da kümmere mich dann später ums Einsacken. Wald muss weg. Da waren Zombies. Da können zwar die Bäume nichts für, aber wo gehobelt wird, fallen halt Späne. So. Wie total im Eimer ich bin. Sehr gut. Das ist der Grund, warum ich auch den Motor ablaufen lassen, damit ich zur Not immer noch schnell wegfahren kann. So. Pack das mal darüber. Du bist ja nicht depressiv, du bist ja nur müde. Da geht es ja von der Geschwindigkeit her, oder? So. Mitnehmen und mitnehmen. So. Ja, ein paar gehen noch. Ich passe noch in den Rucksack. Viel? 8 wahrscheinlich. Ja, 8 passen noch. Und dann könnte ich noch welche im Kofferraum vom Auto legen. Das kneife ich mir jetzt aber mal.
ist nicht nötig. Mal jetzt zurück zur Basis, bevor mir hier komplett stirbt. Also wenn jetzt ein Zombie käme, ich müsste wahrscheinlich eine halbe Stunde mit dem wresteln, bis der tot ist. Und da habe ich jetzt keine Lust. Ja. Wir haben natürlich ganz gut aufgeräumt hier, sodass das kein Problem darstellt. Aber ich muss es ja nicht herausfordern, oder? Mhm. Habe ich einen Speer? Lass die Tür ganz, Leute. Finger weg. Okay. Der war schon drin. Die Zirkulös. Ah. Klappe zu. Ey. Ey. Was soll denn die Scheiße? Oh, ich bin so am Arsch. Zum Glück sind die Speere voll der Cheat. Das werden sie bestimmt auch mal fixen, irgendwann in nächster Zeit, bin ich mir sicher. Das macht die Sache viel zu einfach. Gut. Oder dass man total im Eimer sein kann, aber trotzdem noch so ein Rope hoch kann, ohne weiteres. Auch interessant. In so einem ich glaube, ich möchte ihn noch zu sägen. Okay. Meine Maus spinnt irgendwie gerade rum hier. Alter, was ist denn hier los? Manchmal ist ein Haar drunter. Also. So, ja, so ist besser. Okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt noch die Kevlar-Handschuhe fertig. Das wollte ich noch tun. Das steht auf meiner Agenda. Immer eins, zwei Lederstreifen und einen Faden. Das sollte reichen, ne? Was fehlt denn? Noch ein Dir? Hä? Okay. Der Faden war alle. So. Alter, aber hier 50%, ne? Ist schon nice. Zieh mal an. Oh. Finde ich gut. Und wie sehen sie aus? Oh ja, wie alles andere. Muss ich mein Thumbnail nicht verändern. Gut, dann würde ich sagen, jetzt koche ich noch was. Das kann erstmal wieder weg. Obwohl man auch mal wieder foragen müsste. Und mich waschen müsste ich auch mal. Auch im Spiel. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch eine Suppe. Oder irgendwie sowas. Irgendwas mit ganz vielen Kalorien. Ja, mache ich mal alles voll bis auf die Schüssel. Ist doch egal. Mach halt die Schüssel auch voll. Oder? Ne, mach die nicht voll. Oh, hat er doch gemacht. Na gut. Dann ist die Schüssel halt auch voll. So, das ist ein Topf. Mit. Ich hatte eine Bierdose genommen. Von allem, was ich nehmen wollte. Weiß ich gar nicht. Gib mir mal. Ich hatte eigentlich Bock auf irgendwelche Bohnen oder so. Ja, genau. Spalterbsen. So. Weil die halt viele Kalorien haben hier. Das ist ja der Hintergrund. Kichererbsen müsste ich auch mal wieder essen. Leckerer Scheiß.
So. Kann noch was dazu machen. Jo. Alles. Alles. Okay. So, dann können wir hier mal das Ding da reinmachen, einschalten. Das kommt in den Rucksack. Da ist immer noch ein Haufen Scheiß dabei. Also, wirklich ein Haufen Scheiß. Also wollte ich es eigentlich nicht, wollte es scrappen. So, vielleicht auch scrappen, ja. Bisschen Metallschrott. So, und jetzt kann ich mich mal waschen, würde ich sagen. Ich habe leider keinen Überblick über das Kochen. Wie langsam das steigt wegen diesem blöden Nahkampfdings da. Naja. Also wenn die 42er Version rauskommt, dann werden wir einen neuen Charakter machen. Selber Skin. Aber wir fangen wieder bei Null an und dann mache ich das nicht mit dem Kampf. Dafür werde ich die Zombies nicht auf C einstellen, aber wahrscheinlich auf eine höhere Menge. Ja. Also zur Einordnung wieder mal. Ich kann ja mal hier die Einstellung auch machen und dann sehen wir, dass ich hier die Zombies auf C eingestellt habe. Die haben dann mehr HP und sowas. Und ja. Hören und sowas, normal Gedächtnis lang. Naja, ich will es halt ein bisschen schwerer haben. Auf jeden Fall, das machen wir dann vielleicht nicht. Und dafür machen wir auch das mit dem. Das da auf keinen Fall. Mal schauen. Ist aber noch ein bisschen hin, ne? Version 42 kommt noch dieses Jahr angeblich. Na, obwohl. Auf solche Gerüchte ist nicht viel zu geben. Also. Man sollte die Devs ja auch nicht rushen. Vielleicht kommt es vielleicht nicht. Wir werden sehen. Das würde nämlich dann auch bedeuten, dass unser Ausflug hier nach Ravenkrieg zu Ende geht, wenn das kommt. Und wir haben ja noch lange nicht alles gesehen. Was nicht heißt, dass ich das hier noch unendlich in die Länge ziehen möchte, aber ein bisschen was möchte ich schon noch mal machen. Ja. Ich kann nicht mal benennen, was ich hier machen werde. Also es gibt ja noch so ein paar Sehenswürdigkeiten, die man sich angucken kann. Und die Solarzellen zum Beispiel noch nicht gefunden. Naja, wir gucken mal. Jetzt schlafe ich erstmal und wenn ich das tue, bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann in einer neuen Folge hoffentlich. Macht's gut.